Hallo zusammen und guten Morgen. Wir haben die letzten Tage viel Unwetter gehabt und einige Extremregentage. Wir haben aber alles sehr gut überstanden. Wir sind jetzt hier am Cape Cod, wollen heute eine Runde machen, uns hier die Strände angucken und freuen uns, dass das Wetter wieder herrlich ist und die Sonne scheint. Nachdem wir am Visitor Center am National Seashore hier an Cape Cod waren und eine Karte, ein paar Informationen geholt haben, sind wir an der ersten Station. Am Coast Guard Beach. Der Herr im Visitor Center hat gemeint, das ist einer der schönsten in ganz Amerika. Wir werden sehen. Nächster kleiner Stopp, wir sind hier am Nauset Beach, hier am Lighthouse, am Leuchtturm. Der ist nicht groß, aber sehr besonders, weil der schmückt nämlich die hintere Nummerntafel von hier von Massachusetts. Wir haben uns aufgemacht, den kleine Wanderung zu den drei Schwestern von diesem Lighthouse, von diesem Leuchtturm gemacht. Und die wurden irgendwann mal weggespült und hier einfach nochmal nachgebaut. Wir haben hier nochmal einen kleinen Stopp gemacht, hier in Belfleet. Da ist natürlich auch wieder ein traumhaft schöner Strand, wie ihr seht. Und vorne eine kleine Hafenpromenade, da wackeln wir jetzt gerade mal durch. Cape Cod, der äußerste Zipfel, da haben wir uns hingewagt. Hier sind wir jetzt am Herring Cove Beach. Wir machen das Video hier drinnen, weil draußen ist richtig windig. Wir nehmen euch natürlich mit raus und dann schauen wir uns das Ding noch an. Bei diesem Traumwetter haben wir uns aber gedacht, wir bleiben noch mal einen Tag auf Cape Cod. Und nach einem schönen Morgen am Strand wollen wir jetzt den Great Island Trail laufen. Wir hoffen, wir kommen zum Jeremy Point. Das sind von hier 5,5 Kilometer. Hin und zurück werden es 11. Mal sehen, wie sandig es ist, wie anstrengend. Und es wird bestimmt toll. Hier ist alles ein bisschen größer. Oh, schön, hä? Weg. Ich glaube, wir hätten sollen ein bisschen nach Flut und Ebbe gucken, weil hier kommt nämlich schon ordentlich viel Wasser. Das wäre eigentlich unser Wanderweg. Es ist kaum zu glauben. Wenn der Parkplatz mal 6-7 Kilometer weg ist und die Leute hier laufen müssen, dann gehört einem der komplette Strand, soweit das Auge reicht. Wir haben die Runde geschafft. Da hat sich Cape Cod mal wieder von seiner ganz, ganz schönen Seite gezeigt. Ja, es war wunderschön. Es war tatsächlich viel im Sand laufen, aber ja,
der Strand, der Einsame, dafür hat sich's gelohnt. Es wurde viel angeschwemmt beim Sturm am Anfang der Woche. Es war recht interessant. Einen wunderschönen guten Morgen, und zwar heute aus Boston. Wir sind gestern mal nach Boston gefahren. Sind gestern Abend doch ein bisschen durch die Straßen gezogen. Heute wollen wir den Freedom Trail laufen. Der erzählt viel von der Geschichte von Boston, und wie immer nehmen wir euch da natürlich gerne mit. So, zum Beginn gibt es erstmal ein kleines Frühstück hier. Nach unserem überaus super leckeren, tollen Frühstück stürzen wir uns jetzt mal hier ein bisschen ins Geschehen und schauen mal, was Boston alles so zu bieten hat. Wir starten den Freedom Trail hier im Public Garden. Wenn ihr euch wundert, dass wir Mütze aufhaben, ja, es ist so ein kleiner Kälteeinbruch, 13 Grad und windig, aber trotzdem wunderschön hier. Hier gibt es so ziemlich alles, was das Herz begehrt, an Essen. Boston. Wir haben den Freedom Trail gemacht und noch ein paar Meter mehr. Wir haben 18 Kilometer auf der Uhr und haben hier unglaublich viele und schöne Eindrücke sammeln können. Ja, Boston hat uns gut gefallen. Es war, wie man gerade wieder merkt, sehr windig, etwas kalt und trotzdem sehr schön.